übrigens die Leber von Peter. Naja. Was noch viel schlimmer war, deine Mutter. Also meine Schwiegermutter, ja? Schwiegermutter sagt man heute nicht mehr. Das ist nicht ethisch korrekt. Naja, Putzfrau heißt ja jetzt auch Facility Management. Also lass dir was einfallen. Du weißt doch, wie sensibel Mama ist. Schwiegermutter darf ich nicht mehr sagen. Du, ich hab was, das wird ihr gefallen. Ja. Pass mal auf. Ich sag das immer. Enge Familienangehörige mit Konflikthintergrund. Mit Mordsabsichten. Was kann ich für Sie tun? Sie sind ja eine Frau. Die äußeren Merkmale sprechen dafür, ja, das ist richtig. Sie haben offensichtlich Abitur. Wo ist denn Dr. Kai Husten? Mein geschätzter Kollege ist leider an Männerschnupfen erkrankt. Immer diese kranken Männer, oder? Ja. Yeah. Ein Gutes haben diese wehleidigen Männer ja für sich. Sie finanzieren mir mein Ferienhaus oder guter Süße. Ich muss mich wenigstens noch was singen. Was singen? Was singen? Will doch keiner, dass du was singst hier. Ja. Oh. Aber schnell dann und ganz kurz und dann ab, ja? Okay. Aber ganz kurz. Okay, also, jetzt kommt sie. Meine Ode an die Leber. Wenn Sie möchten, erheben Sie sich gerne zur feierlichen Stimmung. Rechte Hand auf die Leber. Los geht's. Bist die größte aller Drüsenzentrales Multitalent. Alle liegen dir zu Füßen und die alle Gifte kennt. Produzier Saft für die Galle, schließt gleich an das Zwerchfell an. Ja, die Leber lieben alle, weil sie doch so vieles kann. Genau. Ja. Und warum? Energiesparen. Ja, und wie soll man dann wissen, wenn man mal was gut gemacht hat? Schweigen ist immer ein gutes Zeichen. Bei Männern. Ja, aber so weiß ich nie, wenn ich mal was gut gemacht habe. Ja, aber es regt mich doch nicht auf, Schatz. Ja? Doch. Nein. Weißt du, genau aus dem Grund gibt es so viel Beziehungsfrust, Ehekrisen und Scheidungen. Weil ihr Männer immer nur was sagt, wenn euch was nicht passt. Jawohl. So, mit meiner Lanze gebrochen hier. Aber ja. Du hattest so viel mit mir am Wochenende vor. Ja. Schatz. Guck mal. Ich hab dich doch so lieb. Dann lass uns doch das Wochenende jetzt nicht weggehen, sondern zusammen mit uns zusammen im Schlafzimmer verbringen. Ja. Wäre das nicht eine Alternative? Ja. Ja? Geht's dir dann besser? Ja. Also komm. Ich hol schon mal die blauen Pillen.